Na dann. Ach so, wir dürfen, okay. How did you get out of this? Okay, here goes nothing. Das ist ja geil. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Das ist ja geil. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep so. Going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. Ich bin mir ja nie so ganz sicher. So in der Zeit in den Heißluftballon zu steigen, einfach so? Tja. In GTA hätten wir eine Harrier gehabt. Hier haben wir einen Heißluftballon. Westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. You won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. You sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did, didn't she? Leute, das ist doch geil, oder? Okay, we're getting a little high now. Arthur and Arturo, how perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Whoa there, no need to go any higher. Da kommen die Vögel. In the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, da ist das Gefängnis. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. Wahnsinn. Building up ahead on the island. That's the infamous Sisica Penitentiary. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time.
I heard they got them working the fields in a chain gang. Dear God. The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Here, take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, nope, you know. Not there. Please hurry. Is that him? Yeah, das sieht doch nach John aus. That's him. Nein! Hoffentlich schießen sie nicht auf den Ballon. Wahrscheinlich werden sie das aber. Ey! The wind speed is picking up. We should stay at this altitude. It's heading northwesterly, so that should take us back to the... Dear God, I'm shaking like a leaf. We're in the clear now, Mr. Bullard. Get up. Good Lord! My heart is pounding! I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Ah, there's Annisburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Yes. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Nur der bitte. Seil durch Gesicht. Noch mehr? In den Arsch! So, war's das jetzt? Oh oh. Scheiße. Okay, I'll come down and get you on the other side. We're the biggest Irish outfit actually in New England, so look out!
Na ho! Hoch mit dir, komm! Ja, schön. Ich hätte alles gedacht, ne? Nur, dass der Ballon überlebt. Das nicht. Naja, im Fluss geht's da noch. Damit hätten wir das. I only left you an hour ago. You can't stay out of trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No, but from the fields, yes, that we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is. Sadie gefällt mir. Good, because two is all we'll need. I'll get us a bike. Little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur.
Whatever you say. Thank you, Arthur. I heard that. Wollen wir? Wir plündern ein bisschen. Jetzt haben wir hier so viel Old Driscoll Bastarde rumliegen. Da können wir doch ein wenig Zeug mitnehmen. $2 Platinring. Hier liegen halt mal 3 auf dem Haufen. Noch ein Platinring. Noch ein Platin. Alter, die haben ja Platinringe en masse. Ehering. Ehering. Wir bräuchten Ketten. Goldene Gürtelschnalle. Gravierte Partner. Ich muss mal bald wieder zum Hehler, ey. Da gibt's ja ordentlich Stuff dann. An Kohlen. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. So, Pferdchen, ab geht's. So, wo sollen wir Sadie treffen? Was ist ED? Edit. Okay. Das schauen wir uns an, wa? Entschuldigung fürs Fischverjagen. Ach ja. So, Hut wieder auf. Sehr schön. Und wir sollten unbedingt was essen. Damit wir wieder fit sind. Wir sind jetzt auch schon ohne Schlaf einige Tage unterwegs. Ist vielleicht auch nicht so gesund. Aber kriegen wir hin. Wir haben ja ordentlich aufgestockt vorhin im Laden. Da können wir auch uns mal erlauben, etwas länger unterwegs zu sein. No problem with that. Macht er hier? Hey, can you? This don't look good. What happened? I need medicine. Here, drink up. Oh, thank you. Reckon I was done for there. Sollst nicht immer so viel fressen, Mädchen. Tja, man sollte halt auch nicht jede Pflanze essen, die irgendwie im Wald rumsteht. Vor allem nicht, wenn es Pilze sind. Aber mein Gott, damals hat man noch nicht so viel gewusst wie heute. Okay. Edit Downs. Warte mal, wer war das? War das nicht die bekloppte Alte mit dem Zwerg und dem etwas deformierten Menschen? Oder zurückgebliebenen? Ich glaube fast. Finden wir jetzt heraus. In Annisburg. Hat sich wieder noch einem Bären gehört.
said, hell, even a blind hog finds an acorn every once in a while. Hey. Hello there. You want company, boys? Sure, because I want to be pissing needles tomorrow. Mrs. Town. Go away. Just go away. I'm sorry. I'm really sorry, but I... Well... Well, you're sorry. Yeah, I heard you. But, I mean... Well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it is anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think. Down the mine. Until he gets sick. Ah, jetzt weiß ich wieder, wer das ist. See, Foreman don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go. Well, maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Wir haben doch mal Schulden eingetrieben. Bei dem Mann, der so eine kleine Farm hatte. Und das ist wohl die Frau und dementsprechend der Sohn jetzt in der Mine. Und jetzt hat Arthur anscheinend doch ein schlechtes Gewissen bekommen und meint es jetzt wieder gut machen zu müssen, was ja eigentlich an und für sich nicht verkehrt ist. Aber sie haben sich Geld geliehen und ja, dementsprechend... Why don't you shut up? Oh, Lord. Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the whore's son here. Can't even fight your own battles, Downs? Was that it? Get off me! Alter. Do something, huh? What? Let me go. Nummer 2. Who's next? Let the boy go. Let him go. Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy. Let's get you out of here. But they're gonna kill me. Now I got no job, and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen, take this. Oh, try and talk to your mama, and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Na gut, da hätten wir unsere Schuld. Was heißt Schuld? Ich will fast. Schuld ist, finde ich, falscher Wort, weil wir haben nur wieder das geholt, was uns rechtmäßig zustand. Wir haben die Schulden eingetrieben. Aber wir haben es wieder gut gemacht. Immerhin. So. Wir hatten hier oben noch. Da gehe ich jetzt zuerst hin. Weil, wenn der Typ gleich wieder abhaut, verstehst du? Nicht, dass der Typ gleich wieder abhaut. Das will ich nicht. Boah, ist das ein Scheißweg hier. Wenn der Typ nämlich gleich wieder abhaut, dann haben wir wieder ein Problem. Dann kommen wir wieder umsonst hochgelaufen. Aber wir haben da noch ein anderes Fragezeichen. Das können wir uns dann auch gleich zu Gemüte führen. Also man merkt immer wieder,
Und so weiter wir im Spiel fortschreiten, desto mehr werden auch die Geschichten von anderen Leuten erzählt oder weitererzählt. Und jetzt haben wir, wie gesagt, der Familie, die wir oder der wir Schlechtes getan haben, auch wieder etwas Gutes getan und somit helfen können. Mal sehen, wie weit sie damit kommen. Vielleicht sehen wir sie wieder mal. Ich verstehe es ja irgendwie. Alles, was Arthur wollte, oder so, was den Eindruck gemacht hat, die Geschichte mit Mary und so weiter, er wollte eine Familie gründen. Und wäre vielleicht gar nicht jetzt in dieser Lage oder in dieser Situation, in der er sich gerade befindet, wenn er... Da drüben liegen zwei Leichen, Moment. Diese Murphys sind echt kackendreist. Wo war ich stehen geblieben? Er wollte eigentlich nur eine Familie gründen. Mit Mary. Und konnte das nie. Weil sie ihn nicht wollte. Aber naja. Das ist wieder eine andere Geschichte und die wird sich definitiv, denke ich, auch nochmal melden. Und vielleicht nochmal um einen Gefallen bitten. Ich muss sagen, allerdings der Abend mit ihrem Theater war, war schön. Aha, endlich kommen wir mal zu unserem Bötchenfahrer. Mal sehen, was er so zu erzählen hat. Kommen wir auch nicht rein? Hier vielleicht? Ah. Ein kluger Junge Teil 2. Disturbing me, buddy. I almost solved biggest problem and you mess it up. Did? No, but I did. I can't get the bloody conductor straight. It is the geometry of life. The grand theory of power. It's the grand theory of theories. There is just one more big problem. I solve it, but can't get it right. I don't understand. Of course you don't. Help me adjust these things, and I will show you what I mean. Here, take this. Oh, well, I'm not much of a scientist. Yeah, well, you are an American. Science is far beyond you, but you make a fine buffoon. Go. Hans Wurst, nicht Wurst Hans. Aber okay. Ich fand's auch schön. Ach so. Okay, hier ist einer. Okay,
Okay, einen Blitzableiter können wir hier aufstellen. Ah, da oben. Ich höre schon wieder Wölfe. Ich sehe es gleich kommen. Die Richtung. So ein bisschen Ghostbusters. Oh, Ghostbusters mäßig. Hier lang. Hier wären wir richtig. Vorsicht. Nur kurz. Das sieht ja auch geil aus. Die zwei Wölfe da? Oh, oh, oh. So, zurück zum verrückten Prof. Der vielleicht gar nicht so verrückt ist. So, wir sind gleich wieder da. Okay. So I had a clue what was going on. What now? Well, now, I think I'm the second creature after God himself to bring life to this earth. Like this. Mm-hmm. Am I missing something? The switches. The bloody switches. Okay. Climb up there and adjust them for me. Go, ja. Quick, Alter, wir werden doch gleich gegrillt, Mann. So, wieder raus, wieder ins Nasse. Schön. Tja, Arthur. Da bin wohl ich dran schuld, dass du das jetzt machen musst, weil ich wollte unbedingt wissen, was hier passiert. Ach so, bis alle leuchten. Ja, ein lustiges Rätselraten. Jetzt sind alle aus. Okay, pass auf. Den machen wir an. Na, ging doch. Glück gehabt. Geh da mal runter. Geh da mal runter.
Der jagt uns hier rum, wie ein Schuljunge. Are you ready? Sure. Second time lucky, eh? Second time? More like 7000. This is my life's work. It is incredible. Oh. Watch. Disco, Disco! He lives! My son lives! What is it? It is... Frankenstein. Morons who doubted me. It is me and you. That isn't he. Mhm. Ja, wenigstens ist er drei Schritte gelaufen. I am so you just saw creation's second birth. I just saw a machine waddle a few steps. I have a son. I am the luckiest man alive. I, those morons, they doubted me. I'll see you later. Yes, yes. Goodbye. Oh. Oh Mann. Was für ein bekloppter Idiot. Aber mein Gott, er ist Wissenschaftler. Die haben alle einen.